Für uns ist Premium die Langlebigkeit unserer Produkte, die Möglichkeit, sehr individuell auf Kundenbedürfnisse einzugehen. Man muss wirklich verstehen, wie unser Kunde tickt, was seine Anforderungen sind. Der Fokus liegt bei uns auf den sehr werthaltigen und wichtigen Teilen und auf der Flexibilität. Da sind wir getrieben fast, dass wir flexibel sein müssen aufgrund der Philosophie der Firma. Die vorherige Anlage ist in die Jahre gekommen. Da sind ein paar Gegebenheiten rundum, die wir nicht verändern können. Es war nicht mehr Aufstellfläche möglich. Starrag hat 4 Bearbeitungszentren, und zwar die H75 geliefert, mit Anbindung an einem Promot automatisiertes Palettenlager. Genau, es ist ein flexibles Fertigungssystem mit einer Kapazität von 134 Stellplätzen und 4 Rüststationen. Flächenverbrauch ist für uns ganz wichtig gewesen, weil wir nicht mehr Platz haben. Wir sind eingeschränkt von anderen Fertigungstechnologien, und das haben wir mit der Baureihe von Heckert H75 machen können. Wir müssen die Anlage auf die vorhandene Fläche hinbringen. Da gibt es ja Lieferanten, die sind an dem gescheitert. Wichtig ist für uns nämlich, wenn wir etwas präzise ingenieren sollten für einen Kunden, dann müssen wir auch reinschauen in seinen Prozess. Das heißt, wir müssen einen Kunden ganz genau kennenlernen, wir müssen mit ihm eng zusammenarbeiten. Das ist von uns Grundvoraussetzung dafür, dass wir seine Bedürfnisse erkennen und unsere Produkte nachher dementsprechend auch anpassen können. Nur nachher kriegen wir einen Mehrwert. Das ist der richtige Partner, mit dem wir unsere Probleme lösen können, der uns zuhört, der uns versteht. Ja, die Firma Heckert hat für uns den Vorteil gehabt, dass sie auf der einen Seite große Baugrößen bearbeiten kann mit dem Störraum im Fertigungsbereich und auf der anderen Seite eine Maschine hat, die relativ wenig Flächenverbrauch hat. War aus meiner Sicht ein riesengroßer Vorteil, was uns in diesem kurzen Zeitfenster, was wir für das Projekt zum Umsetzen gehabt haben, natürlich sehr zugute gekommen ist. Wir sind hier im sehr dynamischen Bereich unterwegs mit unseren Maschinen in einem sehr rauen Umfeld. Das heißt, es müssen die Einzelteile drinnen in der richtigen Genauigkeit gefertigt werden, dass das am Feld auch wirklich funktioniert. Und über dieses ganze System ist noch ein Werkzeughandling-System, was es uns ermöglicht, die Werkzeuge von einer Anlage in die andere im automatisierten Betrieb zu transferieren. Man braucht eben dann für 4 Maschinen nur ein Spezialwerkzeug. Das wird dann automatisiert, je nach Bedarf, von Maschine zu Maschine transportiert. So versuchen wir zu produzieren, wo es wirtschaftlich ist. Solange wir eben mit den Werkzeugen, die wir haben, konkurrenzfähig sind, werden wir das tun. Und wir werden sicherlich das mit Impros tun. Den Kunden im Prinzip das anzubieten, was er sich gewünscht hat, das ist die große Begeisterung im Projekt.